Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Lage ist in dieser Debatte schon mehrfach beschrieben worden. Ich schließe mich dieser Beschreibung an. Sie ist wirklich ernst, sie ist wirklich besorgniserregend. Ich möchte mich darum in meinem kurzen Beitrag nur einer Frage zuwenden, nämlich der Frage, was können, was müssen wir tun? Was ist die Schlussfolgerung für uns? Meine erste Anmerkung dazu ist die Frage, wer ist wir? Ich glaube eben nicht, dass wir die deutsche Politik ist, sondern es muss unmissverständlich klar sein, dass das Handlungsformat in dieser Frage die E3, die drei europäischen Staaten, Frankreich, Großbritannien und Deutschland sind, plus die Hohe Beauftragte. In dem Format müssen wir handeln, und Aktionismus bringt hier nichts, sondern Realismus ist gefragt, meine Damen und Herren. Die zweite Frage ist, was soll denn in diesem europäischen Handlungsformat geschehen? Ich bin der Überzeugung, dass wir eine, wir im eben definierten Sinne, dass wir eine politisch-diplomatische Initiative einbringen müssen, entwickeln müssen, die natürlich den unbedingten Einsatz für das Nuklearabkommen zum Inhalt hat, die aber gleichzeitig darüber hinausgeht. Wir müssen uns auf mehr vorbereiten, als nur auf der Position zu beharren, es muss dieses Nuklearabkommen aufrechterhalten werden. Das müssen wir, aber es reicht nicht mehr. Denn in dem Fall, dass Iran sich teilweise oder ganz aus dem Abkommen zurückzieht, ist dieses Abkommen tot. Auf diesen möglichen Fall müssen wir uns jetzt schon vorbereiten. Nein, wir müssen es verhindern. Ja, wir müssen es zu verhindern versuchen, aber manchmal passieren Dinge, die wir nicht wollen. Und darum müssen wir uns auf diese Dinge, die passieren, obwohl wir sie nicht wollen, einrichten, meine Damen und Herren. Wir müssen vorbereitet sein. Zweitens, selbst wenn Iran nicht aussteigt, können wir die Folgen, die der Komplettausstieg und die Wiedereinführung der Sanktionen durch die USA haben, nicht ignorieren. Wir müssen auch realistisch zur Kenntnis nehmen, dass wir nicht die Möglichkeit haben, wir haben es sorgfältig analysiert, die wirtschaftlichen Folgen, die die Sanktionen der USA haben, zu kompensieren. Das knüpft an die einzigartige Stellung des Dollar im internationalen Finanzsystem an. Wir haben nicht die Möglichkeit, das auszugleichen und zu neutralisieren. Das müssen wir wissen, und wir müssen es sagen. Und drittens wirft Iran nicht nur diese Nuklearfrage auf, sondern zahlreiche regionale Konflikte sind nur da und werden verschärft durch iranische Politik. Das heißt, wir müssen uns diesem Phänomen nähern und eine politische Antwort darauf entwickeln. Wie könnte diese aussehen, diese politische Initiative, die wir zusammen machen? Ich glaube, diese Initiative muss der Politik der USA Rechnung tragen, weil sie ein Realfaktor in der Region ist. Und zu glauben, wir könnten antagonistisch und dauerhaft konträr erfolgreich sein, glaube ich, ist keine realistische Annahme. Und zweitens müssen wir versuchen, der Interessenlage Irans Rechnung zu tragen. Ist das möglich? Nach meiner Einschätzung sieht Donald Trump, der amerikanische Präsident, sich nicht als Krieger, sondern als Dealmaker. Ich würde auch, Kollege Graf Lambsdorff, nicht jede Ankündigung der amerikanischen Regierung, dass sie nicht militärisch sich engagieren will, als verdeckte Ankündigung einer militärischen Intervention interpretieren. Ja, nicht jede. Also ich glaube nicht, dass es das Interesse ist. Ich glaube, dass Trump die Soldaten nach Hause holen will vor seiner Präsidentschaftswahl und dass er nicht neue Kriege starten will. Das ist meine Einschätzung. Er hat auch die Iraner aufgefordert zu Verhandlungen. Er hat gesagt, kommt an den Tisch, um zu verhandeln. Das Interessante war, dass der iranische Staatspräsident Rouhani nicht kategorisch erklärt hat, das kommt überhaupt nicht in Frage, sondern der iranische Staatspräsident hat gesagt, so nicht. Aber er hat nicht kategorisch Nein gesagt. Bemerkenswert in dieser Lage. Das heißt, da ist ein Faden noch vorhanden zwischen beiden Staaten, USA und Iran. Und dieser Faden besteht darin, dass trotz der Beschädigung und der Möglichkeit des Scheiterns des Nuklearabkommens der zugrunde liegende Gedanken dieses Abkommens nicht zerstört und beschädigt ist. Nämlich der zugrunde liegende Gedanke war, ein Geschäft zu machen, das Sicherheit vor Iran und wirtschaftliche Entwicklung im Iran in ein Austauschverhältnis gebracht wird. Das ist der Grundgedanke des Nuklearabkommens.
Ich glaube, wenn man den jetzt immer weiter nur auf das Nuklearabkommen bezieht, dann sind wir in einer Sackgasse. Aber wenn man es ausdehnt, wenn man auch die anderen Konflikte dieser Region dazu nimmt, also wenn man ein einzelnes, nicht lösbares Problem vergrößert, dann könnten sich neue Möglichkeiten der Verhandlungsparität, der Verhandlungsbereitschaft ergeben. Das wird nicht von den USA ausgehen, nicht von Iran, sondern das ist einer der Möglichkeiten, die die Europäer haben. Und ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir dies entwickeln, weil es an uns liegt. Wir müssen grundlegend erkennen, mein letzter Satz dazu, obwohl wir es uns auch nicht gewünscht haben, dass wir gegenüber der gesamten Region ein politisches Verhältnis entwickeln müssen. Das Schicksal dieser Region und das Schicksal Europas sind für lange Zeit nicht mehr voneinander zu trennen. Und es gibt kein anderes Land, das unsere Interessen wahrnimmt. Wir müssen es selber tun, wir die Europäer. Danke sehr. Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Lothar Mayer für die AfD-Fraktion.